Wir bleiben weihnachtlich. Seit mehr als 10 Jahren schart der Opernsänger Clemens Unterreiner eine illustre Schar an Stars aus der Opern, Schauspiel und sonstiger künstlerischer Welt um sich, um immer in der Vorweihnachtszeit ein großes Konzert auf die Beine zu stellen. Und nämlich als Benefizkonzert, weil damit Geld für den guten Zweck gesammelt werden soll und auch immer wird. Die letzten 2 Jahre ging das, warum, wissen wir auch nicht. Jetzt war es wieder soweit. 2 Jahre lang haben sie mir 2 Tage vor dem Konzert den Lockdown reingehaut. Wir hatten alles vorbereitet. Wenn man ein Teil davon ist, etwas zu geben, dann bin ich sehr froh, weil alleine ist es immer schwer. Ich bin sehr froh, wenn man sieht, dass da eine Reaktion auch kommt, wenn die dann dabei sind. Heute singen wir für Menschen in Not und ich habe meine Freunde eingeladen, viele das erste Mal dabei. In der lutherischen Stadtkirche AB in Wien unterstützten gestern Clemens Unterreiner und seine Freunde den Verein Hilfstöne und somit soziale Projekte für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Gesungen und gelesen wurde durchaus Weihnachtliches. Die Akustik ist hier perfekt. Alles andere kann Schwierigkeiten bereiten. Was immer perfekt ist, ist hier die Kirche. Das ist mein Zuhause. Hier habe ich schon gesungen, wie ich noch nicht so wirklich singen konnte. Das ist meine Kirche. Hier fühle ich mich wohl. Das Rest, dass die Leute kommen, das weiß man nicht. Man muss die Stimme sehr vorsichtig führen, dass es nicht zu viele Obertöne kommen, weil sonst mit dem Echo verdoppelt es sich dann. Kirchenmusik ist auch, wie bekannt, also etwas langsamer. Die Vokale sind länger, die Phrasen sind länger. Ich mag die besondere Atmosphäre und natürlich die besondere Akustik. Es ist so, dass die Akustik mit einem mitspielt. Also man kann da vor allem mit dem Instrument sehr viel machen. Die erste und größte Aufgabe ist die, sich selbst zu finden. Dazu bedarf es der Einkehr und der Betrachtung. Kein anderer Jahresabschnitt ist für ein solches Unterfangen geeigneter als der Advent. Besonders wenn es dann voll ist. Und dann kann es sehr, was man sagt, so topfig wirken, ein bisschen so sehr, sehr dumpf und stumpf. Und da muss man durchaus Stoff geben, wie in einem großen Theater. Liebe ist Macht, weil sie das Beste, was wir haben, vermehrt und nicht zulässt, dass die Menschheit durch ihren blinden Egoismus ausgelöscht wird. Wo man die Energie des anderen spürt. Und das ist das, was mich glücklich macht. Wenn man es teilen kann und nicht immer nur zu Hause vor dem Fernseher. Das Problem ist eher die Nähe. Also wenn Leute zu nahe an einem sitzen, also sage ich jetzt einmal Liederabend in zum Beispiel zu Hause oder so, Weidhofen an der Ips oder was, das ist schon heftig, wenn dann irgendwie die Kindergartentante in der ersten Reihe sitzt oder solche Sachen. Ich dachte mir, es ist so viel Feierliches und so viel Großes und Wunderschöne. Oper hören wir, tolle, feierliche, große Weihnachtslieder. Und da braucht es bei einem Programm einmal so einen Moment, wo man ganz zur Ruhe kommen kann. Und danach habe ich das ausgesucht. Es gibt immer wieder im Konzerten Paare, wo du merkst, dass ein Partner vielleicht nicht mitkommen wollte und plötzlich die Synergie, was das arbeitet und diejenige genau aufblüht und rosa Wangen bekommt und genießt. Diese Synergie ist entzückend. Entzückend ist auch, dass gestern ein Scheck über mehr als 23.000 Euro übergeben wurde.